Als junger Mensch, man darf es, man macht was Besonderes oder zumindest das, dass es wird eines Tages etwas Besonderes und man wird womöglich auch was Besonderes. Na, wirklich ist überhaupt alles, ob es passiert ist in Wirklichkeit, in der Realität oder nicht, alles ist immer wirklich. Auch die Vision ist ja noch mehr Realität als die Realität. Nicht? Es gibt nichts Erfundenes. Aber alles handelt von Fürchterlichkeit, von Erbärmlichkeit, von Unzurechnungsfähigkeit. Wir denken, verschweigen aber. Wer denkt, löst auf, hebt auf, demoliert, zersetzt. Denn Denken ist folgerichtig die konsequente Auflösung aller Begriffe. Naja, der Tod ist mir in die Wiege gelegt worden, wahrscheinlich nicht, und verfolgt mich halt nicht. Aber ich habe nichts gegen den Tod. Ich nehme den einfach mit und gehe durchs Leben mit dem Tod. So kann man sagen. Angst. Ich habe nie eine gehabt, nein. Aber mich immer gewehrt dagegen, nicht? Im Gegenteil, der Tod hat mich stark gemacht, nicht? Er kann natürlich Menschen schwächen, vor allem dann, wenn sie nicht nachdenken, nicht? Dann geht's dahin. Ich habe mich gegen den Tod immer aufgelehnt. Aber ihn nicht abgelehnt, weil das wäre ja blöd, nicht? Ich kann ja den Tod nicht ablehnen, denn der kommt, nicht? Und ist eigentlich immer da, nicht? Das heißt immer, die Leute, die natürlich festsitzen, und pragmatisiert sind und Häuser haben, nicht? Und neckische oder schöne Kostüme, das kann ja auch ganz schön sein. Die haben immer die Angst vor Revolutionen, nicht? Während die, die eh nichts haben und nackert umeinander gehen, die brauchen ja keine Angst haben. Für die ist das auf jeden Fall. Ich fühle mich peinlich, so offen und schonungslos von ihnen selbst erzählt zu haben. Das ist schon seit 40 Jahren nichts mehr peinlich in dem Sinne. Peinlich. Kann man sehen. Was soll peinlich sein? Ja, dass sie doch eigene Erlebnisse sehr schonungslos hier wieder Man kann ja am besten schreiben über das, was man selber erlebt hat. Mit der Zeit denkt man ja nichts mehr zu, man hat ja nichts mehr zu verheimlichen oder zu denken. Innere Vorgänge, die niemand sieht, sind das einzige Interessante an Literatur überhaupt. Man sieht, das hat einen Sinn, aufzuschreiben.